Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drakensang am Fluss der Zeit. Ja. Ja, unsere Heldentruppe hat sich hier tapfer geschlagen, muss ich schon sagen, und hat den Eingang freigemacht. Jetzt wollen wir durch das Haupttor in die Festung reinstürmen. Ich bin ja mal gespannt, was uns drinnen alles erwartet. Ja. Das hier muss die Burghalle sein. Ohne seine Büttel draußen sollte es ein leichtes sein, diesen lausigen Festungskommandanten dingfest zu machen. Los, schlagen wir die Tür ein und holen ihn uns! Wartet. Dieser Ort hält bestimmt noch einige Überraschungen für uns bereit. Es wäre klüger, einen Weg durch das Verlies zu suchen. So können wir vielleicht weiteren Ärger umgehen. Deine Schleichereien kannst du allein unternehmen, Dieb. Ich habe dir gesagt, dass du mir nicht in die Quere kommen sollst. Es ist einfach sinnlos, mit euch zu streiten, Vorgrim. Was ist mit euch? Welchen Weg bevorzugt ihr? Ich glaube, ich bin für das Verlies, weil wenn wir durchs Haupttor gehen, wer sagt, dass das die einzigsten Wachen waren? Nein, wir nehmen das Eine Verlies. Hervorragende Entscheidung. Du siehst, Vorgrim, du bist überstimmt. Pah, ich folge euch nur, um ein Auge auf euch zu werfen. Und nun los! Tja, Vorgrim, ja. So ist das nun mal. Oh, sieh mal an, Kiste, Kiste, guck mal. Haupttor ist immer eine riskante Entscheidung, wenn man sich doch um die ganze Beute, sag ich, um die ganzen Leute herumschleichen kann und vielleicht noch zwischendurch Beute machen kann. Die Frage ist natürlich, wenn man die ganze Meute besiegt, falls man die ganze Meute besiegt, was man denn dann an Reichtümern mitnehmen kann von denen. Ich frage mich auch, ob man beide Wege ausnutzen kann. Sprich, man geht jetzt hier unten zum Verlies. Ja. Und auf kurz vor Ende sagt man, ach nee, wir kehren um und gehen durchs Haupttor. Würde man technisch gesehen die Schätze aus beiden Bereichen nehmen. Schon alle, diese Tür führt sicher nach oben zum Kommandanten. Jetzt brauchen wir nur noch den Schlüssel. Dann sieh zu, dass du den hier irgendwo findest. Wird Zeit, dass wir mit dem Malum ein Wörtchen reden. Ein sehr ernstes Wörtchen. Na gut, dann gehen wir mal los. Vorgrim, du hast auch recht. Aber Betonung liegt bei mir auf Reden, Vorgrim. Also, benimm dich. Kampfhunde. Der Knirsch da hinten hat die Kampfhunde zu uns geschickt. Also, Vorgrim. Was? Ich brauche dich an vorderster Front. Stoppe Angriff! Bitte den Kampfhund. Was? Du machst bitte einen Pfeilhagel auf denselben Magia! Kampfhund. Reventer, was hast du? Nehmen wir Kraft der Erde direkt hierher gezaubert und ja. Du wieder einen gezielten Komm Stich schon. Auf ihn. Gut ausgewichen, Corno. Corno, du ja. müsstest mal schnell Venter helfen. Ja. Und du übernimmst Weiche. Ihn. Vorgrim, das schaffst du. Dann sind die anderen drei zurecht. Ja, so läuft das. Ach komm, Vorgrim, du hast doch vorhin so gut getroffen. Sehr schön. Kein großer Aufriss. Iris, er war doch schon tot. Naja. So, mit Tieren kennt Venter sich aus. Das übernimmt also er.
6 Fellfetzen. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Fellfetzen machen soll. Kann ich vielleicht einen Pelz draus machen und dann kann ich mich damit verkleiden oder so. Ich weiß es nicht. Ja, der hat nicht so viel Fell. Ah, da war das letzte Stück. Gut. 3 Fellfetzen. Oh, Lederbänder. Das ist doch mal was. Ja. Nicht so quengelig, Quano. Okay. Oh, das sieht vielleicht noch nach Plündergut aus. Wer hätte das gedacht? Aber sicher. Nicht wirklich wertvoll, aber immerhin. Okay. Gut. Gut, falls ihr euch das alles durchlesen wollt, wie gehabt, einmal Pause klicken und dann freimütig durchlesen. Das ist ja interessant. Hier stehen Betten drin, das heißt, die Hunde haben auf Pritschen geschlafen. Oder so. Ja, mich kriegt ihr nicht so leicht. Mich nicht! Warum denn nicht? Verlass dich mal nicht drauf, Bursche! Du entkommst uns nicht! Was wollt ihr denn machen, hä? Ich habe mich hier schön in der Zelle eingeschlossen. Und da bleibe ich auch. Nun, in dem Fall haben wir euch ja schon. Vielleicht sollten wir mal in Ruhe darüber reden. Von mir erfahrt ihr nichts. Es ist mutig. Äußerst mutig. Oh, also, diese Tür bekommt ihr damit jedenfalls nicht auf. Was passiert immer, wenn wir die Shutter benutzen? Also, diese Tür bekommt ihr damit jedenfalls nicht auf. Okay. Warum flieht ihr denn vor uns? Soll das ein Witz sein? Ich weiß doch, was ihr im Hof angerichtet habt. Aber nicht mit mir. Nein. Wie öffne ich die Tür, die zur Festung hochführt? Gar nicht. Dafür brauchst du nämlich den Verliesschlüssel. Und wo finde ich den? Nun, einen hat der Festungskommandant. Und den anderen habe ich. Und den gebe ich euch bestimmt nicht. Gib mir den Schlüssel. Aber ganz bestimmt. Der Schlüssel öffnet auch die Zellentüren, also werde ich ihn schön behalten. Na gut. Wenn du ihn unbedingt behalten willst, dann muss ich mich leider um die Festung Da könnt ihr so viel am Hebel rütteln, wie ihr wollt. Ich habe die Tür abgeschlossen. Okay. Der alte Bär schläft doch den ganzen Tag. Da müsste schon einiges passieren, damit der aufwacht. So ist er für mich völlig ungefährlich. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir noch die Wolfszelle auf. Hey, was soll das? Lasst gefälligst die Tiere in ihren Käfigen. Die Wölfe tun mir nichts. Die haben gelernt, was ihnen blüht, wenn sie versuchen, mich anzufallen. Dann machen wir die Bärenzelle nochmal zu und öffnen mal schnell die Wildschweinzelle. Oh, ihr glaubt wohl gerade, ihr werdet besonders schlau, was? Das gibt zwar eine schöne Sauerei, wenn die Viecher übereinander herfallen, aber mir passiert nichts. Aber wenn ich jetzt den Bären aufmache... Na sowas, bewegt sich der Hebel etwa nicht? Vielleicht ist das Ganze ja ein bisschen zu schwierig für euch, was? Was machst du da? Der Bär ist doch wütend! Hilfe! Lasst mich bitte hier raus! Ich gebe euch auch den Schlüssel! Ich würde sagen... Wildschweine zu.
Ihr werdet mir doch jetzt nichts tun, oder? Ich bin mir nicht sicher. Erzählt mir, was aus den Gefangenen geworden ist. Sie sind alle tot. Blutfold. Er hat sie alle töten lassen. Menschenkenntnis von Kuano. Das ist noch nicht die ganze Geschichte, nicht wahr? Wie sind die Gefangenen gestorben? Ich habe schon zu viel gesagt. Bitte, ich habe euch nichts getan. Lasst mich gehen. Dann erzählt mir, warum diese Tiere hier im Kerker sind. Der Festungskommandant, er hat eine Vorliebe für Tiere aller Art. Und die größeren Viecher brauchen natürlich auch Futter und... Etwas genauer bitte. Wozu braucht er die Tiere hier? Ich habe schon zu viel gesagt. Bitte, ich habe euch nichts getan. Lasst mich gehen. Okay. Euch einfach gehen zu lassen, ist zu gefährlich. Ihr habt recht. Wie wäre es, wenn wir den guten Mann in eine der leeren Zellen geleiten? Er sieht aus, als hätte er etwas Ruhe nötig. Das ist eine gute Idee. Einsperren passt. Was? Aber das ist doch nicht nötig. Doch, sehr nötig. Was denn, Tomascho? Hast dich doch eben noch so gefreut, in deiner Zelle zu sein. Ihr könnt mich doch nicht einfach hier versauern lassen. Ihr habt so viele Leute umgehauen. Wer weiß, ob hier überhaupt noch mal jemand runterkommt. Wenn ihr aufhört zu schreien, lasse ich euch später wieder raus. Das liegt ganz an euch. Ha, ich glaube euch kein Wort. Ihr kommt eh nicht wieder. Vorher macht nämlich die Leibgarde vom Kommandanten Kleinholz aus euch. Werdet schon sehen. Okay. Das war wohl ein ganz dezenter Hinweis auf verstärkte wie Gegenwehr. Und ich kann das Plündergut fast schon nicht hier liegen lassen. Vorgrim. Ja. Da haben wir dich. Wohin? Nach vorne, genau dahin. Venta, du Hebel ziehen. Ach, die kann man nicht mehr ziehen. Oh, schade. Ich habe gedacht, wir könnten da vielleicht noch drin die Tiere plündern, nachdem sie sich gegenseitig ausgeschaltet haben. Ja. Ach, schade. Und so ein kleines Messen mit einem Bären wären vielleicht auch nochmal 5-6 Abenteuerpunkte wert gewesen. Das hätte sich bestimmt nicht bemerkbar gemacht, aber es hätte wenigstens Spaß gemacht, den Tieren das Leid im Käfig zu ersparen. So, ich habe jetzt mal eine ganz wahnsinnig tolle Idee. Und zwar, ich schaue mir mal an, wie viel Steigerungspunkte momentan jeder hat und was er damit erreichen kann. Seine Fechtkunst ist verbesserungswürdig. Und nein, nicht auf Parade, bitte. Das war schon mal ein Anfang. So, was kann er noch? Menschenkenntnis ist er eigentlich der Spezialist für. Sehr schön. Eigentlich sollte er sich auch ums Gassenwissen kümmern. Naja, das war's doch schon. Ei? Na? Okay. Vollgrim. Du wirst mein Schmied. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Und du benutzt doch gerne die Hiebwaffen. Allerdings kannst du die nicht mehr lernen. Weniger genau zwei Punkte. Und wir müssen ein Schild besorgen. So geht das nämlich nicht. Das brauchst du nicht, das macht der Venter. Mundheilung, überreden, das ist den Kuano sein Bereich. Spezialangriffe.
Ja, das muss für dich reichen. Fallen entschärfen macht Guano. Bogenbau ist dein Bereich. Bogen können wir dich nicht mehr verbessern. Dann schauen wir mal nach den Zaubersprüchen. Attributo Gewandtheit. Und Armatrutz. Armatrutz. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch einen Attributo. So, noch was Sinnvolles lernen. Sinnesschärfe brauche ich nicht. Wildnisleben auch nicht so wichtig zurzeit. Verbessern wir Erschleichen wert. Waffen war sie eigentlich. Sollte sie eigentlich nicht in Bedrängnis geraten, wenn wir es richtig machen. Gut. Unser Venter kann sich in seinen Spezialbereichen eigentlich nicht mehr verbessern. Zumindest was das hier angeht. Wir sollten irgendwann mal diesen blöden Stab besser beherrschen. Es ist ein Drama. So, und deine Zaubersprüche. Ja. Den hätte ich auch ganz gerne verbessert. Sehr schön. Lassen wir das mal so. Ja. Schon mal. Ausgesprochen leicht bis hierher durchzurinken. War fast schon zu leicht. Hier muss es zum Audienzsaal gehen. Der Kommandant kann nicht mehr weit sein. Wird auch Zeit. Ich habe dem Kerl ein paar Fragen zu stellen. So, da ich ein bisschen feige bin, mache ich hier jetzt einfach mal einen Quicksave. Und Vaires, du sollst bitte mal. Ja, genau. Attributo auf Guano, ein Attributo auf Rotrim, ein Attributo auf ihn und ein Attributo auf dich. Und jetzt noch ein Falkenauge auf dich. Das ist zwar leer gepumpt, was den Zauber angeht, aber es könnte sich sehr, sehr gut lohnen. Da soll mich doch ein Oger knutschen. Wenn das nicht die Schnüffler sind, von denen Taschmanns Männer erzählt haben. Wir haben schon gewettet, ob ihr es bis hierhin schafft. Leibwächter. Wir hatten ja schon erfahren, dass da Leibwächter auf uns lauern. Hoffentlich sind dann unsere Zauber nicht gleich aufgebraucht. Und dann wollen wir mal schauen. Immer mit der Ruhe. Es ist nicht nötig, noch mehr Blut zu vergießen. Wir wollen nur mit dem Kommandanten reden. Hörst du das, Metzel? Sie wollen nur reden. Da sind wir mächtig beeindruckt, was? Na, hoffentlich. Er ist der schweigsame Typ. Hör zu. Wir wollen wirklich unnötige Gewalt vermeiden. Lasst uns doch einfach durch. Kaum zu glauben, dass Taschmanns Leute mit euch nicht fertig geworden sind. Aber das waren halt nur Pappkameraden. Jetzt kriegt ihr einen richtigen Kampf. Nee. Ups. So, da kommt der erste. Guano. Ja. Genau du. Du machst einen gezielten Stich auf den Gepanzerten hier. Ei. Du Mädchen wirst dich dafür dann hier positionieren. Frau Grimm. Wir brauchen dich ebenfalls drinnen. Schön da. Hinter mir bleiben. Das gehört. Schön hinter ihm bleiben. Die Pike da, die ist unglaublich nervig gerade. Also, Vorgrim, bitte ihn stoppen.
umgeworfen. War ja klar. Du. Kugelblitz auf ihn. Ei. Und du, lauf mal bitte weiter. Ich eile. Achtung! Oh. Janu, du kannst noch einen gezielten Stich auf ihn. Oho. Ja. So, jetzt sehe ich sogar, was auf dem Kampffeld passiert. Den haben wir gleich. Wollen wir dann bitte aufstehen? Perfekt, der gab aber nicht viel Punkte. Das ist, irritiert mich ein bisschen. Ja. Ja. Hier ihn. Ja. Du, Doppelfeuer auf ihn. Da müssen wir gleich mal die Pfeile kontrollieren. Also die Stückzahl. Und noch einmal blitzen und ich glaube, dann hätten wir ihn fast schon im Sack. Na? Grimm. Wuchtschlag, das möchte ich mal sehen. Wuchtschlag sieht interessant aus. Au. 17 Schaden, das ist ein Anfang. So, Kuano. Was? Das gefällt mir nicht, dass du dich ständig in Lebensgefahr befindest. Ach komm. Genau das wollte ich vermeiden. Wenn da. Geh mal draufhauen. Vorgrim? Mhm. Ein Wuchtschlag. Na endlich. Alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm, alles machbar. Wir haben hier Pfeile. Vielleicht ist es gleich etwas Overkill, aber ich glaube, naja, Kriegspfeile sind vielleicht besser. Ich glaube, wir werden das brauchen. Diese zusätzliche Schusskraft und den Schaden, den wir dann machen werden. Ja? Du wolltest noch kurz Kuano helfen. Einmal Kuano zusammentackern, bitte. Sehr gut. So mag ich das. Vorgrim vielleicht auch noch zusammentackern. Ja, perfekt. Ja. Wir sind jetzt kurz vor dem Kommandanten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, es ist... Oh, Schild. Es ist vielleicht sogar richtig sinnvoll, wenn wir den Kommandanten wieder mit bester Vorbereitung begegnen. Nicht, dass das irgendeine Killer-Kampfmaschine ist, wie dieser Schrottgolem, den wir Gott sei Dank mit Feuer bekämpfen konnten. Ja. So, schön. Das finde ich gut, ein Schild. Was? Kuano hat viel Schrott dabei. Aber das ist alles etwas, was man verkaufen kann. So. Noch schnell schauen, ob wir hier irgendwelche Wertgegenstände rumstehen. Tür verschlossen. Das wäre wahrscheinlich der Weg gewesen, wenn wir den anderen, die Haupthalle genommen hätten. Vielleicht gehen wir dann dadurch. Wird ja alles immer zum gleichen Punkt, nämlich hier hoch. Aber sicher. Zumindest sieht es so aus. Nehmen wir das mal mit. Okay. Was? Iris, wir brauchen wieder deine Zauberkraft. Und zwar wieder ein paar Attributos. Attributo habilis. Attributo habilis. Attributo habilis. Attributo habilis. Sehr schön. Und noch ein Faltenauge auf dich. Ja. Und dann rein da.
Ah, so lernen wir uns also noch persönlich kennen. Gestatten, Stitus Blumfold, Kommandant der Festung, in die ihr auf so rüpelhafte Weise eingedrungen seid. Naja, so rüpelhaft war das gar nicht. Spart euch eure Höflichkeiten, Schurke. Wir wissen, was ihr im Schilde führt. Ihr seid mit den Piraten im Bunde. Oh, das habt ihr also auch schon herausgefunden. Wahrlich beeindruckend. Hat Taschmann noch geplaudert, bevor ihr ihm den Garaus gemacht habt? Taschmann sagte, ihr wäret vor uns gewarnt worden. Wer hat euch von uns erzählt? Oh, das würde euch sicher brennend interessieren, nicht? Glaubtet ihr, eure Schnüffelei würde nicht auffallen? Wie einfältig von euch. Erstaunlich, dass ihr es dennoch bis hierher geschafft habt. Na gut, der Tod eurer Untergebenen scheint euch zu amüsieren. Weil seid ihr wirklich so skrupellos? Pah! Ich bin ein praktisch denkender Mensch. Ich weine nicht über vergossene Milch. Aber wenn euch sein Ende so nahe geht, hättet ihr ihn vielleicht nicht töten sollen, nicht wahr? Kommen wir zur Sache. Was ist das für eine Abmachung, die ihr mit den Piraten habt? Ein lukratives Arrangement. Für ein paar Informationen lassen sie immer ein schönes Päckchen vom Schiff fallen. Demnächst überfallen sie gar ein Elfendorf. Ach, was sie mir wohl alles mitbringen werden. Man erzählt sich ja die außergewöhnlichsten Sachen über die Elfenfrauen. Vielleicht kann ich es ja bald selbst überprüfen. Ich werde euch zeigen, wie Elfenfrauen sind, Phaedra. Das wird eure Fragen für immer beantworten. Nun, ich denke, unsere kleine Unterhaltung neigt sich langsam dem Ende zu. Ich bin nun mal ein vielbeschäftigter Mann und ihr fangt an, mich zu langweilen. Nun, ich habe mehr als genug Zeit. Zunächst erzählt ihr uns mal, wo dieses Elfendorf liegt. Ach, das ist doch einerlei. Es gibt andere, die Schätze von dort für mich holen werden. So, und jetzt bin ich euer Fragen wirklich überdrüssig. Gut. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, dass man euch in Ketten legt, von mir aus. Sagt uns einfach, wo die Piraten sind. Ja, wo versteckt sich dieses Pack? Ich hab's langsam satt, auf diesem Fluss herumzudümpeln, nur um diese Kerle zu suchen. Und was ist mit Mora? Ist sie auch bei den Piraten? Mora? Interessant, dass ihr fragt. Meine Flussräuberfreunde haben diesen Namen tatsächlich des Öfteren erwähnt. Sie klang ziemlich aufgeregt. Ach, wenn sie so wichtig ist, ist sie vielleicht sogar noch am Leben. Das würde euch sicher viel bedeuten, nicht wahr? Nur schade, dass ihr es niemals erfahren werdet. Spuckt besser aus. Spuckt besser nicht so große Töne. Oder ihr werdet es gleich bitter bereuen. Ganz recht. Noch ein überheblicher Satz und ich hol dem Kerl jeden Zahn einzeln aus seiner Visage. Ihr scheint eure Lage nicht ganz zu verstehen. Genau jetzt kümmert sich Kaltensteins Mann um eure Freunde am Schiff. Und für euch habe ich noch eine ganz besondere Überraschung. Nun werdet ihr mit meinem Schoßtier Bekanntschaft machen. Pah, mit dem kleinen Hündchen werden wir schon fertig. Ach, doch nicht dieses Hündchen. Komm, mein Kleiner.
hol dir dein Futter. Bei Hex, wer hätte geglaubt, dass sich der Wahnsinn in dieser Festung doch steigern ließe? Befreien den Kraken? Tja, wie es von hier aus weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.